Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wir müssen Ängsten widerstehen. Wer Jesus Christus nachfolgt, für den ist die Reaktion auf Angst: Ich lass mir keine Angst machen. Warum? Weil Gott mit mir ist. Das einzige Mittel gegen Angst ist Glaube, der daher kommt, dass man sich von Gott ganz persönlich geliebt weiß. Vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wie soll man jemandem vertrauen können, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Person einen wirklich bedingungslos liebt? Wer glaubt, dass Gott einen nur liebt, solange man sich vorbildlich verhält, der hat wirklich ein Problem. Stimmt ihr dem zu? Gott liebt dich bedingungslos. In der Bibel steht, dass Gott seinen Sohn bereits gesandt hat, um für uns zu sterben, als wir noch überhaupt nichts getan hatten, um uns das zu verdienen, als wir noch seine Feinde waren. Und wenn er das getan hat, wie viel mehr wird er uns da noch alles andere geben, was wir brauchen? Gott liebt dich so sehr und hat einen guten Plan für dein Leben. Und er möchte nicht, dass du dich mit Ängsten quälst. Mehr noch, er möchte nicht, dass du dir deine Bestimmung aufgrund von Ängsten rauben lässt. Jedes Mal, wenn wir einen Schritt nach vorne wagen wollen, versucht der Teufel, uns durch Ängste zurückzutreiben. Hab ich recht? Also, die erste Angst, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die Angst vor Schwierigkeiten. Niemand hat gerne Schwierigkeiten. Sobald sich eine Schwierigkeit anbahnt, denken wir meist: Oh nein, nicht das schon wieder. Uns graut vor dem, was uns bevorsteht. Lasst uns Psalm 27, die Verse 13 und 14 lesen. Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht geglaubt hätte? Hier geht es also um Glauben. Wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Es ist gut, über all das Schöne zu reden, das wir eines Tages im Himmel haben werden, aber eigentlich hätten wir doch gerne jetzt schon einen Vorgeschmack davon. David hat gesagt: Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht geglaubt hätte, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe? Setzt eure Worte für euch ein, nicht gegen euch. Das, was ihr sagt, sollte mit der Bibel übereinstimmen, nicht mit dem, was der Feind euch zuflüstert, wie: Mir passiert nie etwas Gutes. Sobald ich ein bisschen Geld bekomme, ist es gleich wieder weg. Warum kann mir nie etwas Gutes passieren? Sagt lieber jeden Tag: Ich glaube, dass ich heute etwas Gutes erlebe. Ich glaube. Setzt euren Glauben ein. Wir alle haben Glauben. Nach Römer 12, Vers 3 ist jedem ein Maß an Glauben gegeben worden. Wir alle haben Glauben, aber viele fangen mit ihrem Glauben nichts an. Im Brief an die Epheser wird der Glaube mit einem Schild verglichen, den man zur Hand nehmen und einsetzen muss. Wir müssen unseren Glauben einsetzen bzw. freisetzen. Aber wie genau macht man das? Durch Beten, durch Reden und durch Handeln, das von Gottes Regeln bestimmt ist. Könnt ihr euch das merken? Beten, Reden, Handeln. Unser Reden ist ganz, 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 ganz wichtig. Viel wichtiger, als wir uns häufig bewusst sind. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es: Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ich glaube, dass ich heute etwas Gutes erlebe. Und damit es nicht nur um egoistische Wünsche geht, füge ich beim Beten dann meist hinzu: Und Gott, ich glaube, dass du heute durch mich Gutes tust. Erleben und weitergeben. Ohne Glauben werden wir von Angst getrieben. Deshalb hat Gott uns Glauben gegeben. Ohne Glauben können wir nichts von Gott empfangen.
Weil Gott so gut ist, hat er uns bereits alles Gute angeboten, aber wir müssen es mit der Hand des Glaubens ergreifen. Wir sagen, Gott, ich glaube. Und durch den Glauben empfangen wir. Glaube bedeutet zu empfangen und empfangen kann man nur, wenn man glaubt. Wenn ich sage, ich glaube, sage ich damit in Wirklichkeit, ich nehme das an, was mir angeboten wird. Ohne Angst können wir nichts vom Teufel empfangen. Denkt einmal darüber nach. Ohne Glauben können wir nichts von Gott empfangen, aber ohne Angst können wir nichts vom Teufel empfangen. Aber keine Sorge, wenn ihr lediglich Angst verspürt, man muss wirklich Angst haben. Das ist ein riesengroßer Unterschied, der entscheidend ist. Wir werden unser Leben lang alle möglichen Ängste verspüren. Aber nur weil ich etwas fühle, muss es mich noch nicht bestimmen. Das Angstgefühl ist nur ein Zeichen dafür, dass der Teufel mich von etwas abhalten will. Von etwas, das Gott mir ermöglichen möchte. Zweifel ist eine Form von Furcht. Wenn mir vor etwas graut, ist das auch eine Form von Furcht. Wenn Schwierigkeiten auftauchen oder uns etwas Unangenehmes bevorsteht, das wirklich ein Problem darstellt, sollten wir nicht sagen, oh nein, nicht das schon wieder, ich habe es so satt. In dem Fall haben uns unsere Worte bereits runtergezogen, ehe wir das Problem überhaupt angegangen sind. Das bringt mich noch um, wenn es so weitergeht. Ich wünschte, wir könnten sagen, was auch ansteht. Ich schaffe das, weil Christus mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ich habe keine Angst. Früher hatte ich ständig so ein vages Gefühl, dass mir etwas Schlechtes bevorsteht. Dieses Gefühl hatte ich von klein auf, wahrscheinlich weil mir als Kind so viel Schlechtes widerfahren ist. Viele traurige Geschichten, viel Missbrauch, viele Ängste. Durch diese ganzen negativen Erlebnisse wuchs in mir die Erwartung, dass die nächste Katastrophe schon ganz kurz bevorsteht. Selbst als Erwachsener, als ich angefangen hatte, Jesus Christus nachzufolgen, hatte ich trotzdem immer noch dieses vage, bedrohliche Gefühl, was passiert als nächstes? Wer von euch kennt das? Dann fing ich an, mich intensiver mit der Bibel zu beschäftigen. Und ich weiß noch, wie ich eines Morgens vor dem Spiegel meine Haare zurechtmachte und Gott fragte, Gott, was ist das für ein Gefühl, das ich da ständig habe? Ich kann mich nie richtig entspannen und traue mich nicht, heute etwas Positives zu erwarten. Was für ein Gefühl ist das? Und mir kam es so vor, als wenn Gott mir innerlich sagte, das sind böse Vorahnungen, die nicht gerechtfertigt sind. Wenige Tage später, wie das unter Gottes Leitung häufig passiert, stolperte ich dann über Sprüche 15, Vers 15, und ich möchte den Vers gern mit euch lesen. Sprüche 15, Vers 15. Für den Elenden bringt jeder Tag Sorgen, sorgenvolle Gedanken und Vorahnungen. Böse Vorahnungen. Aber für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest, unabhängig von den Umständen. Wir können uns unsere Tage damit verderben, dass uns vor zukünftigem graut und wir uns von vagen Ängsten quälen lassen, dass etwas passiert, das uns überfordern wird. Es wird gemunkelt, dass in unserer Firma ein Stellenabbau bevorsteht. Das macht mir echt Sorgen. Oh, was meinst du, was in der Welt momentan so los ist? Ständig machen sich Leute Sorgen, was in der Welt los ist. Das ist doch offensichtlich. Es geht runter und drüber. Und warum? Weil sich viele Menschen, nicht jeder, von Gott abgekehrt haben. Und die Rechnung geht nun mal nicht auf, wenn man Gott rausstreicht. Aber es gibt trotzdem gute Nachrichten.
Ich habe es so satt, ständig nur schlechte Nachrichten zu hören. Immer wollen Leute nur über Probleme reden. Es gibt auch viel Gutes, weil Gott gut ist. Und weil er die gute Nachricht für uns hat. Es gibt so viel Gutes. Und darüber möchte ich sprechen. Heute werden wir Gutes erleben, wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen und das Richtige tun, auch inmitten all des Durcheinanders, das in der Welt herrscht, dann glaube ich, dass Gott sich um uns kümmert. Davon bin ich überzeugt. Ganz gleich, wie schlimm es aussieht, Gott kümmert sich immer um die Seinen. Deswegen müssen wir unsere bösen Vorahnungen hinterfragen. Wir verderben uns durch sorgenvolle Gedanken und ungerechtfertigte Vorahnungen unsere Tage. Statt schon das nächste Problem zu erwarten, könnt ihr euch doch lieber angewöhnen, das nächste Gute zu erwarten. Geht euren Tag mit Vorfreude an und sagt, ich bin gespannt, was Gott heute für mich tun wird. Gott tut vieles, was wir übersehen, weil wir gedanklich so mit dem beschäftigt sind, was er nicht tut. Lasst uns dazu Römer 8, Vers 32 aufschlagen. Wer von euch glaubt, dass Christus für ihn gestorben ist? Seid ihr davon überzeugt? Okay, hört euch diesen Vers an. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Oh, steckt in diesem Vers viel drin. Wenn wir glauben, dass Christus für uns gestorben ist und ein größeres Geschenk gibt es überhaupt nicht, warum machen wir uns dann solche Sorgen, ob Gott sich auch um die anderen Angelegenheiten in unserem Leben kümmern wird? Wir dürfen Gutes erwarten. König David sagt in Psalm 23, ich fürchte nichts Böses, denn du bist an meiner Seite. Ich glaube, David wollte sich selbst dadurch gut zureden. Er redete so, wie ich euch zu vermitteln versuche, dass ihr reden sollt. Ich glaube, das Positive, das David in den Psalmen ausspricht, beschreibt häufig nicht so sehr seine Umstände, als vielmehr seinen Glauben. Ich fürchte nichts Böses. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Habt keine Angst vor schlechten Nachrichten. Und wenn ihr doch eine schlechte Nachricht bekommt, sollte eure erste Reaktion sein, ich werde doch den Sieg davontragen. Das steht in Römer 8, Vers 37. Aber was genau ist damit gemeint, dass wir den Sieg, den überwältigenden Sieg davon tragen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass damit gemeint ist, schon im Voraus, bevor das Problem überhaupt auftaucht, sollen wir wissen, dass wir damit zurechtkommen können. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir vor nichts Angst zu haben brauchten, ganz gleich was passiert? Wenn ich arbeitslos werde, kann Gott mir neue Arbeit verschaffen. Gott kümmert sich um mich. Er hat mir meinen jetzigen Job gegeben und er kann mir auch einen neuen geben. Denkt dran, Furcht macht uns empfänglich für den Teufel, Glauben macht uns dagegen empfänglich für Gott. Wir müssen Ängsten widerstehen. Wer Jesus Christus nachfolgt, für den ist die Reaktion auf Angst, ich lass mir keine Angst machen. Warum? Weil Gott mit mir ist. Und solange Gott mit mir ist, ist alles unter Kontrolle. Jesaja 30, Vers 18 ist eine wunderbare Stelle, die das weiter verdeutlicht. Dort steht, dass Gott förmlich nach Menschen sucht, denen er Gutes tun kann. Er brennt nur so darauf, uns Gutes zu tun. Malt euch das mal vor Augen. Gott ist da oben im Himmel und sagt, weil er so voller Liebe ist und Liebe immer geben will, oh, was kann ich denn heute für einen Menschen tun? Und er sucht nicht nach Leuten, die sagen, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht, ob ich das noch weiter verkraften kann.
Mir sind die schlechten Nachrichten so über. Hinter jeder Ecke lauert ein Problem. Wann erlebe ich endlich mal was Gutes? Da sagt Gott, ja, dich muss ich wohl leider überspringen. Wonach hält Gott Ausschau? Nach dem Menschen, der sagt, ich glaube, dass ich Gutes erleben werde. Ich glaube, dass Gott sich um mich kümmert. Ich glaube. Ihr applaudiert alle, aber lasst mich euch fragen, werdet ihr es auch tun? Und ich meine nicht, es nur 3 Tage lang zu tun, bis ihr vergessen habt, worüber ich heute gesprochen habe. Macht es euch zur Gewohnheit. Selbst an Tagen, an denen ihr Probleme habt, sagt, Gott ist auf meiner Seite, er ist mit mir, ich habe keine Angst. Jedes Mal, wenn Angst in euch aufkommt, sagt, ich lasse mir keine Angst machen. Seid nicht so träge, sondern macht euren Mund auf und knöpft euch eure negativen Gefühle vor. Na kommt schon. Redet mal mit euch selbst. Ich rede ständig mit mir selbst. Ich habe im Moment mal wieder mit einigen unangenehmen Dingen zu tun. Manchmal habe ich eine leichtere Phase und dann kommen wieder schwierigere. Momentan habe ich wieder mit vielen Problemen zu tun. Und ich musste an diesem Wochenende mal wieder ein Wörtchen mit mir selbst reden. Ich bin so froh, dass ich hier über Glauben spreche. Und darüber, sich nicht vor den unangenehmen Aufgaben zu fürchten, die man im Leben bewältigen muss. Ich muss mir immer wieder sagen, das wird schon wieder. In 1-2 Wochen ist die ganze Sache vergessen. Gott wird sich darum kümmern. Redet mit euch selbst. Lasst euch nicht vom Teufel zuquatschen. Antwortet ihm. Die 2. Angst, über die ich sprechen möchte, ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung prägt das Verhalten, sodass man anfängt, anderen durch sein Verhalten im Grunde zu vermitteln, lehne mich ab, ich bin nämlich ein ziemlich komischer Kauz. Das stimmt wirklich. Intensive Ängste, die man lange mit sich herumträgt, prägen einen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass euch nicht alle mögen werden, ganz gleich, wer ihr seid. Es gibt Statistiken, die besagen, dass einen im Durchschnitt 10% aller Menschen nicht mögen. Aber man kann Ablehnung überleben. Auch wenn es eine schmerzhafte Erfahrung ist, wir alle würden gerne angenommen und geliebt sein, Beifall erhalten und gesagt bekommen, wie wunderbar wir sind, aber nicht jeder wird uns für wunderbar halten. Und wenn wir das nicht in unseren Kopf bekommen, kann der Teufel immer die Angst vor Ablehnung benutzen, um uns davon abzuhalten, mutige Schritte zu wagen. Wisst ihr, Gott wird ständig abgelehnt, aber er kommt damit zurecht. In der Bibel steht, dass Jesus grundlos gehasst wurde. Er war das Beste, was der Welt je passiert ist, und trotzdem hassten ihn viele Leute. Er stieß ständig auf Ablehnung. Aber ich liebe, was in Psalm 118, Vers 22 steht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ist das nicht gut? Sie haben Jesus abgelehnt, aber Gott hat ihn befördert. Ganz gleich, wer euch ablehnt, solange ihr euch auf Gott konzentriert und euch von der Ablehnung nicht aus der Bahn werfen lasst, wird Gott euch zur rechten Zeit nach oben verhelfen. Häufig sogar vor den Augen derer, die euch abgelehnt haben. Gott hat uns Individualität verliehen und er erwartet, dass wir sie nicht leugnen. Ihr müsst nicht so sein wie alle anderen, um von ihnen angenommen zu werden. Wenn jemand euch nicht so akzeptieren kann, wie ihr seid, braucht ihr die Person nicht in eurem Leben. Hab ich recht? Lukas Kapitel 10, die Verse 10 und 11 veranschaulichen das gut. Das Kapitel handelt davon, dass Jesus die Jünger, nachdem er sie eine Zeit lang trainiert hatte,
in die verschiedenen Städte aussandte. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, er hat also nicht gesagt, alle werden lieben, was ihr zu sagen habt. Wenn man Menschen helfen will, ist es nur schwer zu verstehen, warum sie die Hilfe teils nicht wollen. Ich will dir doch nur helfen. Warum magst du mich denn nicht? Nicht jeder will sich helfen lassen. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straße und sagt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Mir gefällt dieses Bild, schüttle es ab. Wir sollen die Ablehnung einfach wie Staub abschütteln. Wenn ihr euch der Liebe Gottes sicher seid und eure Identität in Christus kennt, dann seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jeder mag. Ich möchte euch einen guten Rat erteilen. Macht euch keine Sorgen über die Menschen, die euch nicht mögen, und findet lieber Menschen, die euch mögen. Ich bete, dass ihr dahin kommt, es einfach wie Staub abschütteln zu können, wenn euch jemand ablehnt, sodass ihr sagen könnt, das ist dein Problem, nicht meins. Natürlich heißt das nicht, dass wir uns nicht ändern sollten, wenn wir wirklich Angewohnheiten haben, die viele Menschen abstoßen. Aber ganz gleich, wie vorbildlich man sich verhält, es gibt immer einige Leute, die einen einfach nicht mögen. Sie mögen einfach die Persönlichkeit oder Eigenarten nicht, die man hat. Nicht jeder passt zu jedem. Ich will ehrlich mit euch sein. Als ich vor Jahren anfing, Vorträge zu halten, war ich sehr besorgt, ob mich auch alle Zuhörer mögen werden. Wenn jemand mitten im Vortrag aufstand und hinausging, war ich tief verletzt. Besonders mit Männern war das teilweise schwierig. Kirchen luden mich für Vorträge ein, aber die Männer hatten nicht so jemanden wie mich erwartet. Einige Männer sind dann mitten im Vortrag aufgestanden und rausgegangen. Das hat mir sowas von zu schaffen gemacht. Es hat mich verletzt. Ich war unsicher und ich bezog immer noch einen Teil meines Selbstwertgefühls aus den Gesichtern der Menschen. Lächeln sie, runzeln sie die Stirn, schlafen sie, sind sie wach. Wer Angst vor Ablehnung hat, stellt sich sogar Dinge vor, die überhaupt nicht stimmen. Ich weiß noch, wie ich einmal einen Vortrag hielt und nachdem ich ungefähr 10 Minuten geredet hatte, stand eine Frau auf, die vorne in der 2. oder 3. Reihe saß und verließ den Saal. Sofort kam mir der Gedanke, die mag mich nicht. Und den ganzen Vortrag lang wurde ich von dieser Vorstellung gequält. Das hat mich fast zur Strecke gebracht, weil ich dachte, mein Vortrag muss wirklich mies sein. Wenn ihr meint, dass es schwierig ist, einen Angriff auf eure Gedanken unter normalen Umständen abzuwehren, solltet ihr das mal versuchen, während ihr vor einem Saal voller Menschen steht. Als ich mit dem Vortrag fertig war, kam jemand auf mich zu und sagte mir, meine Freundin wollte sie wissen lassen, dass es ihr leid tut, dass sie mitten im Vortrag gegangen ist, aber sie musste zur Arbeit. Sie wollte sie jedoch unbedingt hören, deswegen ist sie extra gekommen, auch wenn sie nur 10 Minuten bleiben konnte. Also habe ich jetzt beschlossen, wenn Leute den Saal verlassen, bin ich froh, dass sie überhaupt so lange geblieben sind. Es ist alles eine Sache des Blickwinkels. Je gefestigter wir innerlich werden und je mehr wir in unserer Identität verankert sind, die Jesus uns gibt, umso besser nehmen wir solche Situationen auf. Ich will damit nicht behaupten, dass es nicht wehtut, wenn jemand einem sagt, du bist aber blablabla. Natürlich tut das weh, aber ihr könnt das wegstecken, weil in der Bibel steht, dass Menschen in Wirklichkeit Jesus ablehnen, wenn sie uns ablehnen. Wenn Leute uns ablehnen, nimmt Jesus das persönlich. Inzwischen versuche ich hier auf der Bühne nicht mehr bei Leuten gut anzukommen. Das überlasse ich Gott. Und vielleicht gibt es hier heute jemanden, der denkt,
Da scheint Gott aber nicht viel zu machen. Ich mag dich nämlich immer noch nicht. Gib Gott ein bisschen mehr Zeit, das wird schon noch. Das wird schon noch. Mein Vorschlag wäre, dass ihr betet. Gott macht, dass ich auf guten Widerhall stoße. Ich überlasse es dir, ob Leute mich mögen. Ich habe nicht die Kraft, Leuten etwas vorzuspielen, um bei ihnen gut anzukommen. Es ist zu stressig, nicht ich selbst sein zu können. Und ich sage euch, was wir alle nötig haben. Wir alle haben nötig, den anderen Menschen in unserem Leben genügend Freiraum zu geben, sie selbst sein zu können. Dave hat mir heute Morgen das beste Kompliment gemacht. Das tat mir so gut. Gestern Abend habe ich hier gesagt, wie sehr ich mich während unserer nunmehr 45 Ehejahre verändert habe, weshalb ich gern sage, Dave war mit ca. 20 verschiedenen Frauen verheiratet. Und heute Morgen sagt er plötzlich, Joe, ich habe sie alle geliebt. Applaus für Dave! Der heutige Vortrag soll Ihnen vermitteln, dass wir durch Glauben empfänglich werden für all das Gute, das Gott für uns parat hält. Angst hingegen macht uns empfänglich für all das Schlechte, das der Teufel uns antun möchte. Wenn wir Gott Glauben schenken, fällt es uns leichter, Ängste zu überwinden. Gott liebt sie und möchte nicht, dass sie sich von Ängsten quälen lassen. Und er möchte auch nicht, dass sie sich aufgrund von Ängsten von dem abhalten lassen, was er für sie vorgesehen hat. Wir sind hier in Ruanda im Kingdom Education Center, wo wir die Möglichkeit haben, diesen wunderbaren Kindern zu helfen. Sie werden unter anderem gelehrt, dass die Heilung einer Nation damit beginnt, die Liebe Jesu Christi anzunehmen und zu vergeben. Wir können jeder notleidenden Nation helfen, indem wir sie lehren, Gott und andere Menschen zu lieben. Am besten ist es, bei den Kindern anzufangen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie uns dabei helfen, diesen Kindern ein neues Leben zu schenken, damit die Nation vollständig wiederhergestellt werden kann. Gott segne Sie. Unterwegs im Leben holt man sich schon mal den einen oder anderen Kratzer. Schwamm drüber. Aber handfeste Kränkungen können das Leben vollständig lahmlegen. Wie überwindet man Zorn und Bitterkeit? Lesen Sie dazu das Buch von Joyce Meyer, Tu dir selbst einen Gefallen, vergib. Und starten Sie befreit in Ihre Zukunft. Bestellen Sie das Buch Tu dir selbst einen Gefallen, vergib, jetzt. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.